Hi, wir spielen Castle of Secrets. Ein Produkt, was ich gefunden habe auf Steam von einem Spiel, was wohl am 24. Februar nächsten Jahr rauskommen soll. Und es sah eigentlich ganz interessant aus. Also es sah schön aus. Deswegen habe ich mir so gedacht, oh, Spieler. Das ist so ein Point-and-Click-Spiel. Ich sag mal vorab, ich habe gerade, bevor ich jetzt angefangen habe, die ganze Zeit irgendwie niesen müssen. Also wenn ich gleich irgendwann niesen muss, tut mir leid. Ich glaube, ich kriege einen kleinen Schnupfen. So. Beim ersten Durchgang das Training beginnt. Castle of Secrets. Journey begin. Oh, okay. Einige Gegenstände können... Vergrößern und verkleinern eines Charakters. Verwenden Sie das Mausrad. Oh. Mehr sehen? Also ich fand den Stil ganz nett. Zeichenkontrolle. Sie können auch einen Sprung machen, aber nur wenn Sie als Susan spielen. Aha. Sie können die Figur vorwärts oder rückwärts bewegen. Verwenden Sie also folgende Tasten. Aha. Ja, so richtig Point und Click ist das nicht, aber es ist auch cool so. Tutorial Level. Bewegung von Gegenständen im Raum. Erstens, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt. Aha. Linke Maustaste halten. Objekte können mit der Maus aufgenommen werden, während das Scrollen das Objekt entfernt oder näher... Okay, ja. Viertens, bewegen Sie den Gegenstand von sich weg oder sich zu. Ach, ist hier ein Gegenstand? Oh mein Gott. Tschüss. Also, ist keine... Gegenstände ins Inventar nehmen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein gelb umrandendes Element. Halten Sie die linke Maustaste auf den Gegenstand gedrückt und ziehen Sie ihn in den Inventarbereich. Warte mal, ich habe die Maus. Ich hab das Ding. Ach, da ist er. Ach so, ja, lol. So, ich bin noch blöd, ne? Also. Ah, ja. Ja, ist schön. Um ein gesperrtes Element zu entsperren, müssen Sie eine Aktion ausführen, die nicht direkt mit diesem Element zusammenhängt. Gesperrte Elemente sind rot umrandet. Oh. So sieht's. Nein, ich sag jetzt gerade gar nichts. Das ist sonst zu. Zuweisungen der Bildschirmtaste hin. Tooltip mit aktiven Elementen. Bringen Gegenstände an ihrem ursprünglichen Platz zurück. Aktuelle Aufgabenliste. Okay. Versteckte Objekte. Seien Sie vorsichtig. Questgegenstände können versteckt werden. Haha! Weg da! Nicht mit mir. Okay. Once upon a time, a daughter was born to loving parents in the old castle of the Trantons family. The girl was named Susan. Her father, Mr. Grimm, was an extraordinarily charming man who was madly in love with his wife and daughter. That Mr. Grimm died under mysterious circumstances. Susan's mother, Miss Agatha, was very upset by her husband's demise. She could not bear the bitterness of loss, as if a shadow roamed the castle. Those close to Agatha could not bear to look at the mental anguish of their daughter and decided to marry her off to a worthy person.
This turned out to be Mr. Austin. Life seemed to be getting better. The stepfather became the head of the family, taking the widowed Agatha and little Susan under his control. The harmony within the family was short-lived, though. It was as if a black cat run like some misfortune, sowing evil and curses. Castle of Secrets, journey begins. Was für ein epischer Anfang. Auch wenn die Untertitel ein bisschen wild gespielt haben. Oh. Ja. Also, auch wenn die Untertitel ein bisschen wild gesponnen haben, ich denke, man hat es schon irgendwie verstanden, ne? Also, es gab eine nette Familie, Mutter, Vater, Kind und sowas. Der Vater, der ist unter seltsamen Umständen gestorben und da waren die alle traurig. Und dann gab es einen Herrn, der gesagt hat, ja, ich heirate dich. Ne? Und dann wurde es alles schlimmer. So, das ist die kurze Zusammenfassung. Ja, was haben wir denn hier alles? Okay. You are free. You're free. So, allgemeine Beleuchtung hinzufügen. Zünde eine Kerze in der Nähe von Sue an, zünde eine Kerze in der Nähe von Agatha an, knipse sie die Lampe an, den schlauen Raben täuschen. Ganz ohne Lichtschalter, geil. So. Wunderbar. Aber für die Kerzen brauche ich Feuerzeug. Das ist sehr, sehr schön. Stop crying, Miss Agatha. Oh, how you bored me. Oh, warte mal. Ich wollte gerade sagen. Ja doch, ich nehme auf. Gut. Hier funkelt es. Hier ist ein Löffel. No, das brauche ich nach oben. Filthy family. Selber? Du bist fies. Was haben wir denn hier? Oh. 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 Feuerzeuge. Warte, mein Ohr juckt. Ich meine, Streichholz. mit einem Streichholz. Oh, das ist da hingeflogen. Ja, abgefahren. It's time to light up your face, Agatha. Oha. Oha. So. Da. Na? Ja. Dummkopf. Oh. Was? Hä? Wild. Sprech mit den Damen, Fräulein Agathe und Miss Susan. Okay, dann mach ich mal. I've been invited to the Stoneses tomorrow. Unfortunately, with you, Agatha. I want you to wear something more reasonable. Put some sort of cream on it. Wouldn't be the first time, would it, m'lady? Filthy family. Was ist ein Sackgesicht? So. Sue, stop slurping. Nobody's teaching you manners. I'm sorry. Lady Agatha, why do I have to handle everything in this house? Including parenting your daughter. More so when I still don't own the house. I have nothing to breathe.
Okay. Hören Sie Fräulein Agatha. Folge ihr. Ganz unauffällig folge ich ihr. Ich bin ihr Schatten. Okay, das war wild. Ah, oh, sieht voll schön aus, oder? Sieht schon schön gemacht aus. My dear mother, a terrible misfortune has befallen me. That dreadful monster has assailed me. But the ghost I told you about has slain him. That vile man is dead. Oh, my dear mother. If only you were alive. Okay. Überraschung in Einmachglas. Hören Sie sich die Aufzeichnung an. Die Schlange hypnotisieren. Familiengeheimnisse. Finden Sie einen Teller mit einem Muster. Pflücken Sie eine Lavendelblüte. Füttern Sie die Vögel. Grabeskälte. Brennholz in den Schornstein legen. Holz im Kamin anzünden. Zeichnung im Inneren überprüfen. Alles Klärchen, da ist ein toter Mann. Hä? Ja, da ist ein toter. Aber ist wohl egal. Ja, dann kümmert's. So, ja. Wie Sie sehen? Sehen Sie nichts. Wow. Danke. Danke. Danke für nichts. Josef. Oh, 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 oh. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich wollte dich nicht beleidigen. Aha. Ja. Geht das? Ah, that beautiful melody. My father adored it so much. On family nights, Papa and Mama would dance to it, and then I'd come running up, and my father would pick me up in his arms, and we'd spin around together and laugh. How happy were we? Aha! Na, das ist ja... Wow! Das ist ja interessant. Warte mal. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Was ist das? Flöte. Dann Streichhölzer. Was ein Zufall, hä? So. Brennholz. Das hier? What a strange drawing against the backdrop of the fire. I hadn't seen it before. Ai. So, ich habe hier auch was noch gefunden. So. Welt.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alright. So. Das Lavendel. Ja, das ist Lavendel. Geil. My mother enjoyed picking lavender so much. When Dad was alive, we could spend the whole day in the meadow. We were so happy. I miss you so much. Aber hat sie es selbst noch begangen? Ich glaube ja eigentlich eher nicht. Man könnte jetzt eigentlich meinen, ja, sie hat selbst noch begangen und sowas, ne? Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wieso schreit die dann auf dem Weg nach unten? Schreien tut man doch eher, wenn man geschubst wird, meine ich. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. The cook said that Mr. Austin was feeding someone. She put a spring of lavender in her food. And in return, she got a heart scrawled on the back of the plate. Food, lavender, a closed coffin. But what if my mother is alive? Oh Gott, ich muss mich mal ganz kurz richtig hinsetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Brot ist weg. Bitte iss mein Brot. Ach, Wunderbärchen. Ja. Ah ja. Das war jetzt geil. Mother? Okay. This is the place. This is where it all happened. On that terrible day. Oh, Mother, my poor mother. If only I had been there. None of this would have happened. That scoundrel. It's all his fault. Are you quite sure you remember everything? What? Is that what happened? Who are you? I can't see you. It doesn't matter who I am. What matters is what you remember. I remember everything. That terrible scream. The fall? I'm sure it was my stepfather who pushed her. Did he? You claim it was all his fault. As if you were trying to convince yourself. Over and over again. I don't know. He said at the funeral that she jumped herself. I don't believe it. She couldn't have. He was with her at this very spot at the time. I saw them from the garden. Huh? You were prompted by resentment and bitterness of loss. Don't let these feelings cloud your mind. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber sie war nicht in dem Garten. Die junge Dame war irgendwo in der Küche. Ja. Übertreib halt gleich. Okay. Hier ist ein Fliegevieh. Hier. Warte. So. Ah, geil. Oh. Oh.
Ist das die Schlange, die ich hypnotisieren sollte? War mir ein Vergnügen. So. Okay. Tschüss. Jetzt? Ein Loch im Spiegel. Oha, was ist das denn? Das sind ein Sternzeichen. Klopp, klopp. Klopp, klopp. Hypnotisieren. Verbissen Sie beide Hälften des Steines. Den Stein in das Spiegelversteck legen. Alle Konstellationen einsammeln. Hm? Ups. Kann ich das wieder respawnen? Scheiße. Das habe ich nicht. Oh mein Gott, da! Cool. Okay. Aha. Oh. Also ein Ding fehlt. Ein Dingens fehlt. Okay. Kann ich nichts machen? Aber hier kann ich auch nichts machen, ne? Aber ich hab die Schlange auf dem Tisch hier. Ich glaube, die Schlange ist gemein. Täglich zu deinem Bruder. Warte mal. Aha. Perfekt. Okay. Das war jetzt wild. Cool. Okay. Alle Konstellationen einsammeln? Hä? Was muss ich machen?
rare specimen. Don't you find it, Sir Cat? Divided soul? Well, finally. After so many centuries, the game again promises to be interesting. I am sure that victory will be mine, dear enemy. Only time will give an answer. Let's play, Sir Raven. With me. You died, Miss Susan. How can this be? Sir Cat? Sorry, you were not introduced to me. I am the cat, Miss Susan. Just a cat. Oh, what is this place? Where all the dead go. I dare ask, what am I to do now, Sir Cat. Probably go ahead. But how? Obviously walk through the door. All people do that. Tragic story. I'm so scared, Mother. About the living and the dead. Able to change everyone. Who will touch her? Ein kurzer Prolog. Ja, Castle of Secret. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, meine Vermutung ist, dass die Story sich eines kompletten Klischees bedient. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich dazu geneigt, es zu spielen, weil ich tatsächlich die Aufmachung von dem Spiel richtig schön finde. Also ich finde das vollkommen interessant, ich finde das vollkommen schön. Also die Aufmachung hat mich gecatcht. Aber die Story könnte ein komplettes Klischee sein. Na, es sei denn, da kommt ein Mega-Plot-Twist. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ja, 24. Februar 2023. Ja, in der Infobox unter Genies hinter diesem Spiel. Na, da gibt es ja auch den Steam-Link und so weiter. Na, kannst ja mal gucken und so. Ne? Dann. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielen Dank für das Zusehen. Vielen Dank, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend, Morgen, Nachmittag, Mittag. Ich habe keine Ahnung was. Und ich hoffe, dein Tag war gut, ist gut, wird gut. Und du isst gut, trinkst viel Wasser. Hat Spaß, aber arbeitet, was man hat, was man hat Spaß und bleibt gesund. Ja. Tschüss.